Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Wuster und wir spielen eine Runde Elden Ring mit dem neuen DLC Shadow of the Erdtree. Und wir sind auch endlich, jetzt glaube ich, in der dritten Folge im DLC. Wir haben schon ein bisschen was erkundet. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Map noch wird, aber es scheint ja hier unten noch Bereiche zu geben, die wir auf jeden Fall nicht gesehen haben. Und hier oben natürlich noch deutlich mehr. Ich vermute, hier oben wird sogar noch viel mehr dazukommen. Ja, wir hatten in der letzten Folge hier diesen unteren Teil von diesem Wasserfall erkundet. Wir sind hier rübergekommen, indem wir, lass mich kurz überlegen, wir sind hier runtergelaufen. Dann war hier die Höhle, da müssen wir auch schauen. Diese Schmiede, die wirkte sehr stark, oder zumindest diese Steingolems oder was das sind da drin, die haben echt viel Leben gehabt. Also wir haben zu wenig Schaden gemacht, das ist dann immer so eine Sache. Auf jeden Fall sind wir da durch? Wir sind doch hier, glaube ich, hier unten durch. Genau, glaube ich, hier unten sind unter dem Weg durch und dann hier hinten. Hier haben wir so eine Festung entdeckt. Hier hinten war noch so eine Hütte und hier konnte man dann nochmal runter in diese Richtung laufen und hier unten in diesem See oder was das war, gibt es einen Durchgang und der geht hier rüber. Hier bei der Gnade sind wir gerade und dann haben wir den unteren Teil hier erkundet von diesem Flusslauf. Und hier unten ist ein See, wo der Hinweis war, mit einem Sarg kann man reisen. Aber dort war kein Sarg weit und breit zu sehen. Also vielleicht muss man das dann später noch freischalten. Das war hier unter der Landmasse noch, aber nicht hier, sondern schon weiter südlich. Und heute würde ich gerne den oberen Flusslauf mal erkunden. Mal sehen, wie weit wir hier kommen. Ich vermute ja, dass hier noch so ein Wasserfall ist, wo man dann nicht hier auf diese Seite hochkommt. Aber das werden wir sehen und dann schauen wir einfach weiter, wie wir fortfahren. Wenn wir leveln, hier haben wir einen Bossgegner oder so ein Elite, so ein ja, Gatekeeper, der hier diesen Weg in diese Festung oder was auch immer versperrt. Ja, wir sind noch nicht ganz beim Level-Up, aber wir kommen dem Level-Up näher. Deswegen war ja mein Plan, erstmal hier zu chillen, wenn man so möchte. Ein bisschen die Welt erkunden, Ressourcen sammeln, um dann... Habe ich die richtige Richtung? Nee, natürlich nicht. Zu leveln und dann vielleicht diese Gatekeeper anzugehen, weil wenn wir dann sterben und nur ein paar Runen aufs Spiel setzen, ist das nicht so dramatisch, als wenn du halt alles verlierst, ne? Genau, wir sind hier runtergesprungen, also hier über die Felsen, dann darüber in den unteren Teil und heute würde ich gerne den oberen Teil, ja, mir mal genauer anschauen, was wir hier finden. Diese Dinger hier, diese Schaujuwel, Crafting Material, so wirklich für welches Rezept wir das brauchen, weiß ich jetzt noch nicht. Bis jetzt haben wir ja nur immer Dings gefunden. Immer Öltöpfe oder große. Es scheint irgendwie relevant zu sein, diese großen Töpfe. Keine Ahnung. Sehe ich hier irgendwas Sinnvolles? Da oben ist die Brücke. Ja, okay. Das wäre? Natürlich ist das wäre. Ach, hier wieder die Steine. Das ist irgendwie auch für diese Töpfe zum Craften. Okay, hier sind auf jeden Fall Fledermäuse und Ratten schon mal. Man hat zwar gesehen von oben, wir waren ja oben auf der Brücke und so,
dass da irgendwas ist, aber es war klar, dass es viel zu tief ist, um dahin zu kommen. Voll. So. Material sammeln. So, rein. Okay. Warum ist die Brücke? Frage, ist das eine Fledermaus dann oder? Nee, auch warte. Ich schaue halt, ob die irgendwas bewachen, aber die sind einfach nur so platziert oder was. Weiß die sonst aber auch nicht. Interessant, dass hier wieder Blutflecken sind. Ja. Oh, ist da eine... Wirkt mir gerade so, als wäre da noch eine Plattform. Oh. So, schon mal nach. Schenken. Beide erwischt, sehr gut. Da sind wieder diese komischen Bubble-Fliege-Viecher. Naja, ich habe mich schon gewundert, warum hier so viele tot sind. Das erklärt natürlich was. Jetzt weg oder kommt er noch mal? Er ist noch da. Da glaube ich nicht hoch. Ach, Gebete. Okay, ich brauche eine Stunde, um da hochzukommen. Fühlt sich immer an,
Ganz schlecht. Warum haben die denn so viel Leben? Warum kommt er dann nicht hier weiter? Warum? Ja, mehr wie zweimal nicht. Mal ein bisschen. Warum? Und dann geht der einfach. Instant. Ach, Peter ist so dumm manchmal. Ich habe einfach so Respekt vor den Dingern, weil 2 Hits und wir sind eigentlich tot. Und dann immer die Kamera, das nervt so derbe, dass die dann um 180 Grad dich einfach verdreht, nur weil du den nicht anvisieren kannst. Ist zu knapp. Einmal drinstehen, einmal. Boah, es ist so ungut, gegen den zu kämpfen. Gehörntes Kind.
Talisman. Er braucht FP, um rachsüchtige Geister um den Wirken zu beschwören. Aha. Verbrauchsgut ist das. Das heißt, ich. Okay. Wie so eine Asche, wie so eine Einmalasche dann. Aber ihr habt es gemerkt, ne? Ich wollte nicht zu viel riskieren, weil, ja, wir stehen kurz vor dem Level-Up. Und ich habe irgendwie nie gute Dings bekommen. Und ich dachte, ich kann ihn cheesen, indem ich da auf den Felsen hochklettere. Aber der ist dann immer wieder resettet. Ja, genau, hier waren wir schon. Aber er wird ja nicht der Einzige sein, der hier unten haust, ne? Ach, hier war eine Rune, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder, was ich eingesammelt habe. Ich habe gerade überlegt, was habe ich denn da noch eingesammelt. Das war ja die genau, hier diese Schattenreich-Rune 2 war das, glaube ich. Was die Fliegviecher können, weiß ich auch nicht so hundertprozentig. Leuchtet der? Ja, es ist eine Rune drin. Okay. Schau mal, Übersicht verschaffen. Noch so ein Busch, wo dann einer rauskommt. Oh. Wurde der dann in die Enge getrieben und ist dann gestorben, genau in der Ecke. Da ist wer? Hier noch irgendwer? Hier dachte ich erst, ist was, aber es scheint nur ein normaler Busch zu sein. Ach, ich weiß schon wieder, was die konnten. Die konnten doch so komisch Gift raus. Spießen. Da wird sicher dann auch noch andere geben, die da nicht nur Gift machen, sondern auch versteinern oder irgendwas. Ja, genau. Ein Fliegenschimmel. Auch Crafting Material. Ich glaube, auch da wissen wir noch nicht so wirklich, wie das Rezept heißt. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch war in Elden Ring, dass du einfach Sachen kombinieren kannst, um dann Sachen auch zu craften, auch wenn du das Rezept nicht hast. Aber ich glaube, das ging nicht. Du musstest das Rezept haben, um dann das Richtige zusammen zu craften zu können. Ja, alles immer so dunkel. Ist er angeflogen gekommen und hat meinen Kopf gepiekst. Habe ich das richtig gesehen?
schaue halt auch immer, ob hier oben vielleicht irgendwie noch eine Fledermaus rumsitzt und dann auf uns drauf springt. Also Blutfleck, ne? Ja, Blutfleck. Ist halt auch Blutfleck, ne? Silbernes Horn. Da geht's weiter. Da hinten ist eine Krabbe. Hier nochmal reinschauen. Aber das sind doch kleine Krabben, oder? So, wird die Große alleine sein? Wahrscheinlich nicht, ne? Da sind noch Schafe. Hey, wo ist denn die Große jetzt hin? Ach da. Ja. Die Schafe interessieren mich nicht so. Krabbeneier. Aber sonst ist ja nicht. Hier ist dann der eine, ja, das ist der eine Wasserfall. Aber man kann von oben und unten aber nicht, ne? Ja, theoretisch könnte man da hin, aber man kommt da nicht weiter hoch. Na, das war schon immer so, glaube ich. Aber theoretisch könntest du von oben, von der oberen, also von der rechten Seite, da wo das Wasser ist, also dich runtertropfen lassen. Hier war noch irgendwie was? Eine Höhle oder? Wahrscheinlich zu eng oder irgend sowas, ne? Ja, okay. So, dann haben wir noch hier. Aber es wirkt jetzt nicht, als wäre hier noch irgendwas, oder? Sind wir hier hinten an der Kante? Hier war ja kein Grund, ne? Hier war kein Grund. Der Kollege hat auch geschaut.
Das wirkt schon so, als wäre da oben noch so eine Halbplattform. Ja, jetzt wahrscheinlich hier die Plattform dann. Vielleicht geht es dann sogar noch höher, weil hier ist auch nochmal so ein Riss. Also das könnte höher sein. Dann hast du hier so eine Halbzwischenplattform und dann geht es hier ganz runter. Oh, oh, eine Höhle. Höhle an der Flussmündung. Geil. Geil. Hier ist schon ein Herbeirufungsding. Naja. Wölfe. Ich will nur mal schauen, so damage-technisch, wo wir stehen. Okay. Eigentlich ganz gut. Sicher unangenehm hier reinzuspringen als Nahkämpfer in die Gruppe. Es sind doch 4 Stück. Okay, hier teilt sich. Er wird ja nicht alleine sein, oder? Genau hinter den Felsen. Ganz genau platziert. Ja, kein Millimeter zu weit rausschauen lassen. Ja, ich bin unschlüssig. Soll ich jetzt hier wirklich weiterlaufen in der Höhle? Wir sind echt vor dem Level ab und ich glaube, ich würde mich dann lieber um den Gatekeeper in dieser Festung kümmern, anstatt hier jetzt vielleicht in mein Verderben reinzulaufen. Kommt er noch? Achso, der ist doch. Oh, da ist noch einer. Jetzt ist die Frage, ne? Hier geht's weiter. Ah ja, okay, ich sehe schon. Wenn wir da drauf springen, den Loot haben wollen, dann macht's plump und wir sind unten. Okay, das ist mir jetzt, das Risiko ist mir jetzt zu hoch fürs Level Up. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen, aber so 420, 430, irgend sowas in der Richtung. Und ja, ein Level Up ist einfach so viel wert. Auch trotz, dass wir schon einige Level haben. Also hier war die Höhle, genau, wir müssen hier weiter raus. Ich glaube, wir können uns nicht porten, genau deswegen müssen wir aus der Höhle raus. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn ihr in der, also gut, das ist relativ, aber so ein Zeichen, wenn ihr in der Höhle nicht porten könnt, dann ist der Dungeon-Boss hier noch nicht besiegt. Ja, das heißt, wir machen hier das und schauen mal, wie viel uns noch fehlt für ein Level-Up. Ansonsten farme ich da noch ein, zwei Gegner ab. Viel mehr sollte nicht sein. Viel mehr sollten das ja nicht sein. So. Und dann da oben war ja so ein
Boah, was war das? Ein Hund? Nein, es war eher so ein Dude, ne? Jo, geht's. Perfekt. Wie gesagt, mein Ziel ist jetzt hier die 99 zu hitten und dann mal weiterschauen. Unser Stab. Der Stab skaliert ja mit Geschick, ne? Hier der Zauberstab. Stärke und Geschick. Sind beides gleich, sage ich mal, von der Skalierung. Also beide haben Attributskalierung D. Aber damit können wir dann auch nochmal unseren Damage boosten. Das heißt, wir haben wie viel Stärke? 20 Stärke, 17 Geschick. Ja. Warte mal, sehe ich denn, was mir mehr bringt, wenn ich jetzt da ein Level reinhau? Stufenaufstieg. Mach jetzt hier eins in Stärke. Das geht. Ja, okay, hätte ich vorher testen sollen. Muss ich dran denken beim nächsten Mal, was bringt uns dann mehr? Eher Stärke leveln oder eher Geschick leveln? Ach, warte mal, die Nahkampfwaffe. Mit was skaliert die? Die skaliert doch auch mit Geschick, oder? Hier. Okay. C auf Stärke, aber B auf Geschick. Das heißt, wenn wir im Nahkampf besser werden wollen, wäre es dann, glaube ich, besser, wir skalieren Geschick hoch, weil dann profitiert unsere Nahkampfwaffe stärker damit. Okay, perfekt. Aber wir haben ja eh noch 4 Level, glaube ich, bis... Also ich darf ja hier nicht drüber reiten. Okay. Was? Ich glaube, wir brauchen Heilung. Wo ist er denn? Nein. Kann ich eine Asche rufen? Darf ich? Ich will nur mal schauen, so damage-technisch, wo wir stehen. War nur 2 von 4. Wieder nur 2. Lost Enies. Enies. So. Naja. Auch ein Magier. Ein Magier-Kollege würde, will man vermeintlich sagen. Hatte ich schon ausgeholt. Ja, die Übersicht ist wieder mal richtig geil. Die Übersicht. Ich dachte, ich stehe besser unter ihm. Wollte auch dort rein, aber irgendwie, weil ich wollte Dings machen, ne? Heilung trinken. Ja, es könnte sein, dass wir da ein bisschen mehr Heilung brauchen. Wir sind ja hier an der Gnade. Jetzt wisst ihr auch, warum ich erst das Level machen wollte. Um dann hier diesen... Ja, es wird schon so sein, dass der... Aha. Will nur zwei... Einfach zur Sicherheit zwei Heilungen mehr mitnehmen. Weil ich... Ich glaube, wir können das gebrauchen. Ich darf keine Asche rufen. Manchmal echt so geil, ne? Ach, das ist so...
Ja, ich war schon am Wechseln auf meiner Flask, dann hat er uns gehittet, dann musste ich wieder zurück zur Heilflask. Aber wir hätten nicht mehr schießen können, das war mein Problem. Aber ich dachte, er wäre so ein nicht nur Elite, sondern er wäre so ein auch ein Boss, aber er hat halt keinen Namen. Meine Vermutung ist, dass wenn wir den besiegen und dann resetten, dass er wieder da ist, ne? Das war schon ganz cool. Diesmal mache ich aber das Schildbuff, den vergesse ich halt gerne. Für Mana. Ja, okay. Ah, okay, wenn wir aber Dunkelschmiedestein von Bing und göttliches Magiefett, dann wird er wahrscheinlich nicht resettet. Ich probiere es gleich mal aus. Also wenn wir die Combo durchbekommen, können wir den eh recht schnell. Ich würde nämlich auch gerne die Heilflasche wieder ändern auf weniger, dafür mehr Mana. Ich hätte gedacht, er wäre ein stärkerer Gatekeeper und ja, deswegen, voilà. Und deswegen hatte ich schon von dann ein bisschen mehr Respekt, als ich jetzt vielleicht hätte haben müssen. Okay, das heißt, so, warte mal, ich will schauen, ob der noch wieder da ist, aber wenn wir so einen guten Loot bekommen, müsste der weg sein, ja, doch. Okay, cool. Das heißt, er ist weg. Das ist schon mal erledigt. Das heißt, ja, hier ist auf jeden Fall das nächste. Aber ich würde gerne hier oben nochmal schauen. Ja, da oben den Weg. Achso, ich darf hier nicht. Genau. Die Festung. Und wir hatten den einen Weg, den darf ich nicht vergessen, fällt mir gerade ein, weil ich hier auf der Map gerade überlegt habe. Hier hinten war ja auch einen Weg, der hier irgendwo hochgeht, ne? Ich mache mal nicht zu viele Markierungen. Da sind wir, glaube ich, noch sehr weit weg, um da hinzukommen. Aber mein Ding ist jetzt erstmal hier diese Anhöhe zu erreichen. Weil da sind wir das letzte Mal stehen geblieben, nachdem wir ja da unten dann abgebogen sind, wo wir dann hier unten abgebogen sind, dann hier runter und dann hier diesen Flusslauf entdeckt haben. So, genau, wir sind ja dann hier runter gelaufen, also hier rechts runter und jetzt will ich aber hier links hochschauen. Interessant ist halt, dass die so rote Fackeln haben, ne? Und keine gelben. Ob das jetzt was zu bedeuten hat, keine Ahnung, ne? Aber du hinterfragst halt viele Sachen manchmal und dann. Ja, habe ich gesehen. Zu spät. Noch was? Vorne ist noch einer. Sogar zwei. Oh nein. Ja, aber warum schaut er darüber? Oh, der schaut da rum. Runter. Da kommt man dann auch zu diesem See. Ja, warte mal, das werde ich mir kurz markieren, dass hier irgendwie was runtergeht. Oder ist es dann wieder eine andere Höhe von der Plattform? Das ist halt das Ding, ne? Einerseits ist halt das Geile dran, wenn es blind ist, du das erste Mal langläufst,
du natürlich nicht alles optimiert läufst, du weißt halt nicht, wo was hinführt, du entdeckst halt immer wieder neue Sachen, dann läufst du zwar viele Sachen mehrfach ab, logischerweise, weil du halt nicht genau weißt, wie weit man laufen kann bis zur nächsten Gnade oder whatever. Der scheint ein bisschen stärker zu sein mit dem Schild. Ne, okay. Aber die haben auf jeden Fall hier so ein kleines Lager. Die schauen hier unten auf die Ebene. Ja. Schmiedestein. Ich sehe schon, wo das hinführt. Das führt jetzt eher nach oben. Ah, das ist die erste Ebene, wo man hinkommt. Ah, okay. Hier hinten haben wir auf jeden Fall was und da vorne haben wir was. Ich laufe jetzt mal hier am Rand entlang, einfach um zu schauen, wo der Weg hinführt. Ah, ist schon so. Oh, warte mal. Also ist schon so, dass das hier oben verbindet mit dieser Plattform da drüben. Geistergrabstein. Hatten wir den schon? Ich glaube, den hatten wir schon mal, aber ich schaue trotzdem mal. Eberlilie. Ja, haben wir schon gehabt. Auch zum, genau, zum Craften. Ja, die haben seine Sachen fallen lassen und hier das Magiefett, ne? Damit können wir Magie schon. Ich frage mich halt, ob das auch bei Dinger funktioniert, ne? Bei Zauberstäben. Geil. Jo, Alter. Hänge ich wieder im Baum fest. Okay, auf jeden Fall die Dudes sind nicht ungefährlich. Okay, wir haben ihn. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wo der gesessen hat. Aber hier irgendwo im Ding drin. Hier liegen diese Grabdinger. Was ist das? Bestienblut. Ich glaube, das ist von so einem Hund, ne? Weil hier war ja auch noch eine Plattform. Hier das Teil, ne? Mal schauen, ob ich von oben irgendwas erkenne. Oh, eine Gnade. Jo, und ein Ding habe ich gesehen. Komme ich hier runter? Ja, cool.
Eine Gnade. Das meine ich, ne? Du weißt halt nicht, dass hier oben die Gnade ist. Und resetten möchte ich aber nicht. Hier kriegen wir ein neues Staccato-Baumfragment. Geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich einen Teil meines Fleisches, meines Körpers. Das Teil des Fleisches meines Körpers. Okay, cool. Hier sind Knospen. Schaut schon geil aus. So Welten bauen. Genau, da hoch sind wir gelaufen und da sind wir dann da irgendwie da hoch in diese Festung gekommen. Also irgendwie über diese Wirbel. So, wer bist du und was hast du für ein Problem? Oh, hello there. Are you the Tarnished? Lady Letta spoke of you. Another Tarnished. Guided here by Mikola the Kind. My name is Teolia. I too am Tarnished. And here on kindly Mikola's account. So, well. Here's to new beginnings, I suppose. I'm sorry. Well, I'm not much good at anything is all. I'm as weak as a kitten and thick as two planks. I've always been this way, since the very day I was born. I'm afraid the only thing I'm proficient in is poison. Oh, if... Sorry. Können wir von dir was lernen? Oh. Ah. Cool. Halt alles limitiert, was man hier bekommt, ne? Das lacht mich irgendwie am meisten löst Gift auf. Parfümflasche. Wer die vielleicht? Gerne Waffe. Also die Parfümflasche. Ich weiß nicht, wir hatten aber schon mal welche, ne? Irgendwie wirkt das schon geil. Kann man da was bauen? Aber ich frage mich halt, wie geil auf Range das funktioniert. Ach, das. Feuerfunken Parfümflasche, Standard. Kann nicht Spaß. Von Parfümeuren des Reiches der Schatten zur Waffe umfunktioniert. Parfümflasche. Entfesselt parfümisiertes Pulver, das entzündliche Funken erzeugt. Entzündliche Funken. Der Kreuzzug war eine brutale Säuberung, für die Parfümeure nicht zur Heilung gerufen wurden. Talent tritt. Bloß ein Gegner mit einem hohen Tritt zurück, weg, effektiv gegen abwehrende Gegner und sogar ihre Haltung. Und wie kann ich mir das vorstellen? Die ist jetzt nicht ganz gut. Ich will das weg. Das. Ah. Länger drücken. Das ist R1 oder RB. Das könnte richtig geiler AOE werden. Das ist LB, der Tritt. Und dann das. Okay, damit, aber es ist eher ein Nahkampf. Vielleicht kann man das noch anders ausbauen, aber interessant, auf jeden Fall. Also das habe ich auch gelesen. Es gibt ja so viele, nicht nur neue Waffen, sondern es gab ja ganz 12 verschiedene neue Waffengattungen, also Gattungen, komplette kaufen. Das heißt, ich kaufe dich mal. Einfach, keine Ahnung, ob ich dich jemals wiedersehe. Wir geben... Was ist denn das? Findet man Überrest in... Das sind die... Herstellungsmaterial. Fett. Giftstein. Zusammenwerf verursacht Vergiftung. Also das ist einfach eine stärkere Version von dem, oder wie? Davon haben wir nicht. Kostet ja nichts. Alles, was ich nicht brauche, kommt eh in die Dings rein. Die paar Dolche, da haben wir genug. Achso, wir haben schon 600 im Lager und... Ja, okay. Ja, passt.
Also ist giftiges Moos. War teuer, aber egal. Giftpilz. Herstellung. Mehr Geld haben wir nicht. Mehr haben wir nicht. Just give me the word if you need any more poison. Halt die Frage, ob dann von diesen anderen Sachen dazu. Warte mal. Das will ich aber jetzt noch testen. Wie verhält sich jetzt das Giftding im Verhältnis zu diesem Feuerding? Feuer hat schon interessant ausgeschaut. So, jetzt haben wir hier. Oh, ist genau die gleiche Dings. RB, das ist. Ah nein, LB ist. RB ist anders. Nein, doch nicht. Achso, kurz drücken ist nur vor uns. Und lang quasi aufladen ist einmal 360 Grad. Oh. Okay, okay, okay. Okay, das heißt, wir vergiften uns selber. Hätte man vielleicht lesen sollen, was das kann. Aber es hat diesen. Achso, warte mal. So. Von Tillier entworfene Parfümflasche, also von ihr diese Parfümflasche. Dings. Einzigartiges Talent, tödlicher Giftnebel. Schwingt die Parfümflasche über den Kopf, wodurch tödliches Parfümpulver in dem ganzen großen Gebiet verteilt wird. Gift tanzt durch die Luft und regnet in ruhigen Stille ab. Okay. Okay, das heißt, man braucht dann aber auch irgendwas, wo man selber sich nicht vergiften kann, weil das wäre ja blöd, wenn ich, weil, ist die jetzt noch? Gelegt. Weil das ist ja nicht so geil dann, ne? Setze ich mich? Oder, das ist eine gute Position. Hier unten drunter ist ja das Gift. Wir haben das jetzt hier erreicht. Hier ist auch die Händlerin. Das heißt, einerseits geht es hier hoch und andererseits darunter. Ich glaube, ich würde den unteren Weg machen, weil falls das da unten eine Sackgasse ist, sage ich mal, können wir uns ja hier hochporten und dann nur noch von da weiterlaufen. Weil es kann sein, dass wir uns da jetzt runterfallen lassen. Ja, okay, es kann nicht. Den Stein. Aber ich will halt jetzt hier mich noch nicht niedersetzen, weil wir haben noch genug Leben, wir haben noch genug Mana und dann sind auch die ganzen Gegner jetzt nicht wieder da. Lässt sich dann ein bisschen leichter zu erkunden. So, wir könnten aber wenigstens schon mal Mana nachdenken. Genau, dann lässt sich besser erkunden, wenn du halt nicht ständig irgendwie fighten musst, irgendwie nach Gegnern schauen musst und dann... War das nur eine Leiche oder war das auch was zum... Ne, es war nur eine Leiche. Fledermäuse habe ich schon gesehen. Von oben. Ja, es kann halt gut möglich sein, dass wir hier zwar auf so eine Zwischenplattform kommen, aber dann von dieser Plattform nicht quasi wieder hoch. Das war halt meine Befürchtung. Falls das so ist, können wir uns ja hochporten. Wir haben ja jetzt die Gnade. Oder... Weiter. Die Gnade, dass wir halt uns dann wieder hochporten können, ohne dann so viel rumzulaufen. Wir sind ja bewaffnet. Frage mich halt wirklich, ob diese vier Pfeile so gut sind. Es macht schon mehr Damage, ne? Aber ich dachte eher, dass die vier Pfeile sich viel besser aufsplitten für AOE und dass man dann so quasi vier Targets reinbekommt. Ne? Wäre ein bisschen manchmal geiler. Frage, kann ich hier rauf? Trotzdem noch Schaden bekommen. Interessant, warum sind hier diese Fledermäuse, ne?
geht schon so, dass man da runter kann, ne? Dass du quasi noch einen zweiten Weg hast, um zu diesem See zu kommen, wo dann der Eingang zu dieser Höhle ist, beziehungsweise zu diesem Durchgang, wo man dann auf die andere Seite zum Fluss kommt. Jetzt halt hier das schauen, ob hier irgendwo Loot vielleicht ist, den man nur erreicht, wenn man sich von hier oben runterfallen lässt. Zum Beispiel hier. Rune ist jetzt zwar geil, aber jetzt nicht der ultimative Loot. Kann ich mich so platzieren, dass ich dich treffe? Ja, ich habe zwar den anderen getroffen. Aber meine Ding ist schon so, also du kannst zwar hier runter, aber du kommst halt nicht wieder hoch. Ist ja okay. Damit hatte ich ja schon fast gerechnet. Ja, und dann ist es nicht mehr weit und dann kannst du dich hier runterfallen lassen und dann hast du da den Weg in der Höhle. Ja, okay. Ja, es ist ja schon mal gar nicht so schlecht, das zu wissen. Du kommst schon hier runter. Hier ist wieder dieser See, damit du hier diesen Durchgang findest. Perfekt. Gut, dann haben wir das. Dann können wir hier hochreiten und dann in den anderen Teil anschauen. Man könnte noch die restlichen Sachen einkaufen, aber es ist nicht. Ich glaube, das andere waren eher so, ja, wie sagt man, eher so nur Herstellungsmaterialien. So, da wir das hier schon durchgelootet haben, mache ich da jetzt einen Bogen drumherum. Ach, hier sind wieder diese Würmer. Da bin ich auch noch nicht so wirklich schlau geworden. Es könnte es schon sein, dass es so auch diese Würmer so ein bisschen ein Rätsel sind. Weil wenn die so sind, wie sie sind, dann sind sie auch echt tam. So ähnlich wie auch so ein bisschen wie die Alexander, also diese Tontöpfe. Die sind ja eigentlich auch meistens friedlich. Nur wenn du dann irgendeinen speziellen angreifst oder den großen dann angreifst, nur dann werden die auch aggro. Oft so, nicht immer, aber oft ist es so. Deswegen, weil ich kann die anvisieren, ich kann sie töten, theoretisch, ne? Aber das Problem ist halt, wenn du einen anschießt, werden die alle dann aktiv, so wie so ein Pilz, die dann unter der Erde quasi miteinander connected sind. Oh. Oh. Er schreit. Pain. The pain. Der Schmerz. My arms, my legs. Like a bloody ruin. Was ging? Klingt auch fast ein bisschen wie Alexander, ne? Aber wir entfernen uns. Heißt, wir müssen eher in die Richtung. Hab ihn jetzt. Ach, du bist das. Ah, da am Weg. Und hier ist eine Gnade. Oh, warte mal, erst die Gnade. Gnade hat Vorrang, immer. So, damit haben wir das. Okay, er hat auf jeden Fall Probleme, Schmerzen etc. I will soon feast upon your heart.
Mark my words! You too shall know fear! Es ist die Frage, können wir ihm irgendwie helfen, ne? Irgendwie liebt er den Schmerz, ne? Jetzt die Frage, ne? Muss man den einfach so lange anquatschen, bis er dann was anderes sagt? Oder ist das dann... Es gibt ja auch so Sachen, ne? Wie Rani, wenn sie schläft, kann man ihr ja den Trank geben. Und dann redet sie, glaube ich, nicht mehr mit einem. Man kann sie dann so lange belabern, bis sie einen tötet, und sie tötet einen zu 100%. Also ihr habt da keine Möglichkeit, dann noch zu fighten, sondern wenn sie dann getriggert ist, dann heißt Schnippschnapp und Leben ist weg. Und sie verschwindet ja auch dann. Ich glaube, es gibt, glaube ich, noch... Warte mal. Ist nicht... Ein Gegner? Halt ein bisschen gruselig, ne? Wenn von diesen fünf einer nur ein Gegner ist. Ein echter quasi. Die anderen. Ist auf jeden Fall einer. Also ich würde ihn sagen, der da. Vielleicht auch, oder? Er ist scharf. Scharf, das ist ein bisschen uninteressant. Also hier scheint der Weg dann weiter zu gehen. Darüber, ne? Bel. Weiß nicht, ob man dann Bel trifft oder ob das dann... Weil wir sind jetzt... Sind wir denn? Hier auf dieser unteren... Doch hier lang. Wie heißt du? Boah. Igon. Igon. Oh, wer lebt von oben? Ja, das war meine Prediction, das erlebt. Ich weiß nicht, ob der gegenüber lebt. Wirkt jetzt erstmal nicht so, aber ich will ihn nochmal hier schauen. Eben. Ich habe gesehen, dass ich hier wieder hochkomme. Nur den Pfad. Hier ist der Pfad. Hier ist der Pfad. Ich will dich natürlich nicht. Hey, nicht zu nah. Ihn würde ich ja, ihn würde ich auch einschätzen. Will halt hier noch mal schauen. Oh, ist zu knapp, bitte. Aber man will halt, es wirkt halt schon da hinten auch nochmal echt episch. Oh, das ist ein Turm. Werden wir da Bel treffen? Ich sollte mich auch ein bisschen auf die andere Seite konzentrieren und hier genau... Wir tanken. Tank bitte.
Der Baum schützt ihn. Genau, wenn er nicht aufgeladen ist, geht es nicht aus mit einem Schuss. Der wird leben. Die werden beide leben. Der da unten auch. Hier ist ein Grabstein. Geistergrabstein. Hab's nur ein bisschen leuchten sehen. Manchmal ist es ein bisschen tricky, dass die Grabsteine da einfach nur so halb reingesteckt sind in die Erde. Ja, wir nähern uns dem Turm. Ich frage mich gerade, ob es auch sowas hier gibt wie im Hauptspiel. Man muss ja dann diese Fürstenseelen oder Runen, die man bekommt, nicht Seelen, Runen sind es ja, diese Fürstenseelen oder Fürstenrunen, die muss man ja dann in dem Turm erstmal zusammenbauen wieder. Um quasi dann auch diese Rune für sich nutzen zu können. Ich frage mich jetzt gerade, weil ich den Turm so sehe, ob das hier auch so ist, ne, im DLC dann, dass wenn wir mal so einen krassen Loot weggemacht haben, dass wir in so einem Turm die Ding wiederherstellen müssen, seine Rune. Sind wir denn? Hier geht's aber runter. Da geht's nochmal hoch. Hier oben ist dieser Turm. Hier komme ich nicht hoch, oder? Jetzt bin ich schon mal hier. Die Frage ist, hier noch einer von diesen Vögeln. Säule der Unterdrückung. Auch geil, ne? Wenn du dann drauf drückst, es passiert gar nicht. Ja, ich habe ihn abmounten wollen. Von der Drohne nehmen wir natürlich gerne mit. Die Frage, rauf oder runter? Rauf. Okay. Was könnte da oben? Der Turm war doch niemals so groß. Absolute Mitte des Zwischenlandes. Hier standen alle Arten von Tod, verdrängt zu werden. Da ist die Kiste. Hier ist keine Falle. Uralter Drachenschmiedestein. Oh. Also uralter Drachenschmiedestein. Das ist für plus 10. Der Turm hoch. Er wirkte jetzt von außen nicht so hoch, wie hoch der Lift fährt, ne? Frage, ne? Gibt es hier irgendwo einen Ausgang? Ein Licht. Interessant. Das heißt, wir sind jetzt hier oben. Voilà. Hier unten waren auf jeden Fall noch von diesen, ja, da drüben einer. Ist doch einfach, dass er schon mal weg ist. Ja.
schön. Auf der anderen Seite den jetzt noch. Ja, geh mal gucken. Die zu zweit im Nahkampf ist sicher auch eine Challenge, die zu meistern. Jetzt ist die Frage, ne? Wohin denn jetzt am besten? Jetzt hier kein Risiko eingehen, weil ich glaube, sobald ich mich bewege, falle ich hier runter. Ja. Das heißt, hier durch. Und dann sind wir hier auf diesem, wo wir oben gerade waren. Hier geht es dann aber runter. So, hier unten ist diese Kirche, wo wir ganz am Anfang waren. Wirklich hier? Nee, weiter dahin. Hier ist auch irgendwie. Ach, ist hier vielleicht dieser Beel? Hier rauf und da ist der Turm. Okay. Selbst hier sind wir gerade durch die Schlucht. Ja. Selbst hier ist es schon super vertikales Level. Hier eine Ebene, da eine kleine Ebene, hier ein Vorsprung. Die Frage ist ja eigentlich dann, der Dude war hier, das heißt, hier ist noch die ganze Sache und dann, okay. Hier ist quasi der Weg zu diesem Turm, okay, das ist der Weg. Das heißt, den anderen Weg, da wo ja der NPC war, ist die Frage, ne? Ist das dann jetzt hier irgendwie? Ich glaube, die waren nicht lebendig. Erstmal laufen. Invasion durch den Drachen. Laufen wir uns mal. Alter Drachenmensch ist tot. Hat das jetzt was mit dem Dude zu tun? Wir gehen mal nochmal zu dem NPC.
ja hier vorne gewesen sein. Interessant, dass jetzt hier... Ja, jetzt sind sie nicht mehr. Der weg. Ja, es kann sein, dass man resetten muss. Jetzt. Okay. Das ist immer das beste Zeichen, wenn ihr mit dem Pferd unterwegs seid und auf einmal werdet ihr ohne Vorwarnung abgemountet. Meistens kommt dann irgendwie entweder ein dicker Boss oder ihr seid im Stadtgebiet und oder ihr seid werdet invasiert. Kann auch natürlich von echten Spielern sein, dann wird man auch abgemountet. Eigentlich da hoch, ne? Von oben runter. Kommt man hier hoch? Ja. Weil die Frage, ob hier oben was ist. Ne? Ja. Die Rehe und Eichhörnchen sind zwar nett, aber jetzt nicht mein Target Number One. Okay. Das ist der Weg dahinter. Okay, schauen wir uns gleich an. Hier, ah, hier ist auch ein Turm. Waren wir in dem Turm gar nicht drin? Ah, möglicherweise. Turm. Warte nur auf den Moment, dass ich hier beim laut davor rumschauen und suchen einfach runterfalle. Wäre ja nicht das erste Mal. Also. So. Aber sonst ist ja nicht dieser Plattform. Manchmal echt komisch. Ne? Manchmal blinkt hier auf, da drüben. Material zum Sammeln. Hier könnte man sich fallen lassen. Ja, um. Waren wir dann? Theoretisch waren wir schon dann. Ne? Interessant. Warte mal, ich werde mal den Turm markieren. Der Turm ist ja hier, ne? Ich hätte gerne ja sowas wie ein Fragezeichen oder sowas. Okay, wenn wir jetzt eh hier sind, dann brauche ich, kann ich auch so rein, den Turm. Ach, das ist so lame, ne? Ja, bitte, das kann doch nicht sein. So, lauf, 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 lauf. Mann, dass du nicht mal so einen Zauber machen kannst. Der kommt schon. Sind die anderen.
Dude. Haben wir den schon angequatscht? Weißt. Euer ganzer Call ist noch nicht verflogen. Der Rohstoff, aus dem ich mit dem. Ja. Dem ich mit dem. Mit Sicherheit. Den zweiten, den Ding habe ich nicht ganz. Ich weiß, nicht verflogen. Der Rohstoff, aus dem ich mit Sicherheit einen Fluch mieten werde, auf Mesmers bösartigen Kopf, auf Maraikas Kinder. Wer betet? Betet er denn? Zu diesem Dude da oben. Der sagt dann Bail. Irgendwas mit Bail. Wir das? Ja. Will nur schauen, ob man hier in den Ding rein kann. Was ich mich frage gerade, warum kann ich hier eine Asche rufen? Ich glaube, das hatte ich mich das letzte Mal schon gefragt, oder? Oder geht es dann darum, dass man gegen den Riesen antritt? Hier gegen diesen Feuergolem. Der hat echt nach viel AOE ausgeschaut. Das ist schon weit weg. Dass ich hier schon die Asche. Hier da. Okay, das heißt, wir sind jetzt hier zwar runtergekracht. Hier ist nicht erlaubt. Achso, das war. Ach, das ist hier unten in dieser. Da, wo der Ende. Hier unten endet der Wasserfall. Also, dieses Wasser geht hier runter und endet dann hier unten. Und kurz da vor ist die Gnade. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal da hoch. Glaube nicht. Darf ich jetzt? Aber es scheint nur irgendwie diese. Ja, ich dachte, da geht es dann irgendwo anders noch hin. Aber im Prinzip ist das, glaube ich, hier nur eine. Na, warte mal, wir können wieder mit ihm quatschen. I am sorry. I repent. Oh, come no closer. So redet er irgendwie mehr, ne? Savage me no further. Please, no more. Spare me your cruelty. Please, spare me. Aber irgendwas haben wir getriggert. Weil er redet jetzt von bitte aufhören. Vorher war er ja noch vom Schmerz quasi verliebt oder in den Schmerz verliebt. Frage. Er sitzt da oben irgendwo im Baum. Habe ich zu spät gesehen. Kann sein, dass er deswegen eine andere Sache, weil wir den NPC, also diesen Invade abgewehrt haben. Muss natürlich nicht, aber kann sein. Okay, gut zu wissen. Wenn er nicht 100% aufgeladen ist, reicht er nicht, der Pfeil. Ich hatte, glaube ich, ein bisschen zu früh losgelassen. Das habe ich auch gemerkt. Ich dachte, ja, ein paar Prozent. Hier hoch waren wir schon. Unten.
Unten sind wir runtergekracht. Ach bitte. Immer so geil, ne, wenn das dann ganz knapp nicht reicht. Da hinten ist was. Da hinten ist Feuer. Ich will jetzt hier nochmal über die Kante schauen. Weil den Turm haben wir ja gecheckt. Ich dachte erst, dass man vielleicht in den Turm kann, aber nein. Nein. Bitte, ich fühle mich verarscht. Warum war denn jetzt auf einmal der Adler anvisiert? Weil durch das Anvisieren ist das Pferd runtergerutscht. Ja, eigentlich. Da drüben geht. Also mit dem Rumschreien erzählt er viel mehr, als wenn man mit ihm direkt quatschen will. Köstlicher Schmerz. Er ist aber immer irgendwie noch fasziniert davon. Ich sollte vielleicht noch die Sachen markieren, dass ich das ein bisschen besser sehe. Ja, deswegen bin ich jetzt hier auch vorsichtig gelaufen, weil ich wollte jetzt nicht irgendwie vielleicht noch in den Hinterhalt geraten oder whatever. Nur damit ich dann hierher komme und meine Seelen, meine Runen nicht einsammle. So. Das ist Ebene, da waren wir ja schon. Wo ist hier außen noch irgendwas? Also, so wirklich viel bringt die Laterne manchmal nicht. Ne? Habe ich schon gesehen, die Höhle. Gemountet? Ja. Wo könnte die hinführen? Wahrscheinlich hier runter. Drachengrube. Und eine Gnade. Ja, wir schauen wenigstens ein paar Meter rein. Mal ein bisschen so den Eindruck bekommt, worum handelt es hier. Natürlich.
Hey, bitte. Warum kommt er jetzt nicht? Skelette. Ah ja. Geil. Heißt, wenn du dich da runterspringst, um den vielleicht zu attackieren. Ja. Drauf, drauf, drauf. Weil du klug bist und den dann attackieren willst, dann willst du ja von hinten einfach an. Hier sitzt auch. Das heißt, in diesem Berg ist dann, da ist aber eine Brücke. Nee. Auf jeden Fall geht's hier einige Sachen runter. Der Weg ist sicher da runter. Vielleicht muss man die Brücke wieder herstellen, um darüber zu kommen. Aber was soll da drüben sein? Schau noch mal in den anderen Weg rein. Hier oben war ja noch ein zweiter Weg. Genau da. Ah ja. Uff, uff, uff. Also hier ist auf jeden Fall was, ich weiß nicht, ne? Das ist wieder so ein Dungeon. Jetzt erstmal zur Gnade, weil ich sehe gerade, dass die Zeit rum ist. Wie gesagt, eigentlich würde ich gerne mehr erkunden, also Gebiete aufdecken, Sachen bekommen und dann vielleicht, ah ja, warte mal, das immer ein Sakro-Ding bekommen, dann von diesen Sakro-Baum-Dingern zu bekommen, um quasi zu leveln. Ah, okay, reicht gar nicht. Genau, Segen. Einmal brauchen wir den Segen, da haben wir erst 4, Stufe 4, beim anderen schon Stufe 8. Das ist quasi für uns und das ist quasi dann für alle anderen, für Torrent, also für das Reittier und für die Asche, was ja unsere größte Hilfe eigentlich in den Kämpfen ist, damit wir genug Zeit haben, überhaupt Damage zu casten. Weil wenn wir so unter Druck gesetzt werden, ohne Asche, ich glaube, da würden wir die Hälfte der Bosse gar nicht schaffen, weil wir einfach gar nicht so viel oder so schnell Damage dann raushauen können. Das heißt, wir brauchen 2. Eines haben wir wahrscheinlich. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal bei euch und ich hoffe, wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder. Bis dann. Servus.